So, einen neuen Auftrag hier an. Dieser Auftrag scheint wichtig zu sein. Sie sollten ihn in Betracht ziehen. Interessanter Kampf. Küstenmuster gehen. Oh Mann. Die nächste tote Stimme mal noch. Mit Küstenmuster gehen. Wo ist er? Hier ist er. Küstenmuster gehen. Allosaurus, der erste Allosaurus wird hier freigelassen. Pentaceratops ist wieder zusammen untergebracht. Ganz wichtig hier. Schauen wir, ob zwei Allosaurus in einem Gehege passen. Oder ob die aufeinander losgehen. Das können lange 2 Minuten 19 werden. Außer. Wir können mal probieren. Ja, ich habe beide schon wieder. Produkt wird eingesammelt. Zur Abholung des Produkts. Sie sind zusammen in einem Gehege untergebracht. Die einen mehr eingesperrt, die anderen weniger. Ups. Thank you.
Wichtig ist in der Pathosaurus. Geht's wieder gut? Sind zwar in Panik. Könnten wir ruhig was trinken, also daran soll es nicht scheitern. Wollen wir ja auch nicht. So, mal Junkesaurus, nächste Runde. So. Sie haben den Genombeschaffungsauftrag erfüllt. Das lässt Sie gut dastehen. Sehr gut sogar. Lassen Sie uns nur nicht alt aussehen. Kleiner Schatz. Oder auch nicht. So, zwei Allosaurus in einem Gehege. Der Steppenallosaurus. Und das ist der normale. Soundeffekt. Aber man muss sagen, er hat die 2 Minuten gehalten, die er halten sollte. Und sie kämpfen, sie kämpfen, sie kämpfen. Eigenübertragung. Wissenschaftsmission abgeschlossen. Somit haben wir alle 5 Wissenschaftsmissionen abgeschlossen. Der Monkeysaurus ist jetzt verfügbar glaube, und das bedeutet für uns. Ich ein funktionierendes Ökosystem konstruiert. Das war mein Plan. Und er hat funktioniert. Sie leisten gute Arbeit für mich. Mit mir. Danke dafür. Natur und Ordnung widersprechen sich nicht. Natur und Vorhersehbarkeit schon. Routine führt zu Stillstand, zu Artenschwund, bis hin zum Aussterben. Bis jemand, der das kapiert hat, die Tollkühnheit besitzt, es zu tun. Oder in diesem Fall, es rückgängig zu machen. So. Mir fehlen die Worte. Sie haben es geschafft. Sie haben in der Wissenschaftsabteilung alles erreicht. Ich bezweifle, dass unsere Forschung jemals wieder dieselbe sein wird. Ich hätte nie gedacht, dass wir jemals jemanden finden würden, der so leidenschaftlich wie ich ist, wenn es um Dinosaurier sowie ihre Integration und Ausbeutung für unsere Welt geht. Aber sie haben das Gegenteil bewiesen. Nicht viele schaffen es, ihre Welt zu beherrschen, aber trotzdem sind wir hier. Und sie auch. Als sie diese Reise angetreten haben, rechnete ich damit,
dass das hier zu viel für sie sein würde. Das Beherrschen der Inseln, insbesondere der Dinosaurier. Doch mit ihnen haben wir jemanden gefunden, der John Hammonds Traum von einer Welt mit Dinosauriern verwirklichen könnte. Wäre das nicht etwas Besonderes? Vielleicht war dieses Chaos schon immer Teil des Plans. Und wer, oder besser gesagt, was, hätte das vorhersagen können? Damit sind wir mit der Hauptstory von Jurassic World tatsächlich am Ende. Und das hier ist das Team von Frontier Developments, die dieses wunderschöne Spiel entwickelt haben. Und ich fasse es einfach nicht, dass wir jetzt fast ein Jahr lang... Nein, nicht ganz fast ein Jahr lang. Aber ich glaube, wann kam es raus? Im April, Mai oder Juni, irgendwann so um den Dreh rum. Also wir haben zumindest ein halbes Jahr zusammen Jurassic World gespielt und das Abenteuer ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt zwar hier den Abspann, aber wie gesagt, es gibt ein DLC, es gibt noch ein weiteres Dinosaurier-Pack, was ich gekauft habe. Und ich glaube, dieses Spiel verdient es, weitergespielt zu werden. Und wir werden es auch definitiv weiterspielen. Ich freue mich jetzt schon auf den DLC-Content, was wir da tun dürfen und was uns da erwartet, welche Abenteuer uns da erwarten. Aber ich glaube, wir haben unseren ersten Teil sehr gut gemanagt. Und am Ende auch wirklich gut abgeschlossen. Aber wir haben hier auch noch ein paar Aufgaben zu tun, denn wir wollen auch den Indoraptor noch haben. Und dann würden wir auch den Indoraptor mitnehmen auf die nächste Insel, dort freilassen. Ja, und am Ende erwartet uns auf Isla Nublar ein unfassbar wunderschöner und ein unfassbar großer Park. Und was das angeht, bin ich wirklich gespannt, denn ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie unser Park dann aussehen wird, aber ich werde mir wirklich meine allergrößte Mühe geben, diesen Park so schön wie möglich zu gestalten. Und ich hoffe, ihr werdet auch da dabei sein. Wenn die komplette Hauptstory plus DLC fertig ist, erst dann werden wir Isla Nublar angreifen. Weil wir haben jetzt noch so viel zum Freispielen. Wir haben noch so viel, was wir uns erspielen müssen. Und was wir uns erspielen, oder beziehungsweise was ich erspielen will. Und das macht dieses Spiel aus, dass es eben eigentlich, auch wenn man fertig ist, immer noch so toll ist. Und ja, ich finde einfach, dieses Spiel verdient mal gespielt zu werden. Auch wenn ihr sagt, Parksimulationen sind nichts für euch, probiert es einfach mal aus. Für mich waren Parksimulationen bisher auch nicht immer das Größte. Es hat mir zwar mega Spaß gemacht, aber so Spaß wie Jurassic World Evolution hat mir tatsächlich noch kein Parksimulator gemacht. Genau. Na gut, dann lasse ich das jetzt mal zu Ende laufen und wir sehen uns dann wieder im Park, wenn es weitergeht.